Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautballons, deinem Podcast rund um das Thema Neurodermitis und wie du deine Haut ganzheitlich in Balance bringen kannst. Mein Name ist Sarah Knott, ich bin ganzheitlicher Neurodermitis-Coach und begleite dich auf deinem Weg zu deiner Wohlfühlhaut. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mit mir die Zeit verbringst und ein bisschen tiefer in das Thema vegan Leben bei Neurodermitis einsteigst. Ich weiß, dass das Thema Ernährung und Neurodermitis wirklich ganz, ganz viele von euch beschäftigt und auch ganz viele mir geschrieben haben, dass die Podcast-Folgen, wo es um die ganzen Ernährungsthemen sind, ihre Lieblingsfolgen sind. Und deswegen soll es auch heute wieder um das Thema Ernährung bei Neurodermitis gehen, ganz speziell um das Thema vegane Ernährung bei Neurodermitis. Denn du weißt, Ernährung ist meine Leidenschaft, gerade das Thema, wie man über die Ernährung die Haut positiv beeinflussen kann. Und ich habe selbst am eigenen Leibe bzw. an meiner eigenen Haut erfahren, wie wichtig wirklich die passende Ernährung bei Neurodermitis ist. Auf meinem Weg, bis ich auch für mich die richtige Ernährung gefunden habe, habe ich super viel ausprobiert und eins davon ist eben auch die vegane Ernährung. Und ich möchte jetzt in dieser Folge mit dir darüber sprechen, ob die vegane Ernährung wirklich das Allerbeste ist, wenn es um deine Hautgesundheit geht oder ob es da vielleicht auch ein paar Tücken und Gefahren gibt, die du berücksichtigen solltest. Und ein kleiner Spoiler vorweg, ich ernähre mich derzeit nicht mehr 100% vegan. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wie du weißt, ist Neurodermitis eine chronisch entzündliche Hautkrankheit. Das heißt auch, dass Entzündungsprozesse in deinem Körper eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist auch dein Immunsystem sehr stark gefordert bei der Neurodermitis. Es spielt ein wenig verrückt, reagiert hin und wieder etwas über und deshalb spielen auch Allergien eine große Rolle. Gerade auch Allergien auf Nahrungsmittel. Und diese zwei Faktoren, also zum einen das Thema Entzündung und zum anderen auch das Thema Allergien, sind eben, wenn es um das Thema Ernährung geht, das A und O. Denn über die passende Ernährung kannst du zum einen natürlich auf die Entzündungsgeschehen in deinem Körper Einfluss nehmen durch eine entzündungsarme Ernährung und somit auch Entzündungsprozesse minimieren. Und zum anderen kannst du natürlich auch das essen, was du verträgst, beziehungsweise wirklich deine Ernährung auf deine Allergien abstimmen, sodass eben dein Immunsystem nicht mehr belastet wird, es nicht mehr überreagiert und deine Haut dadurch nicht getriggert wird. Also anhand nur an dieser zwei Beispiele siehst du, dass die Ernährung schon einen großen Einfluss auf deine Haut haben kann. Und wenn du dann beginnst zu recherchieren, vielleicht geht es dir dann auch so, dann startest du deine Recherche, was kann ich bei Neurodermitis noch essen, auf was sollte ich verzichten. Und dann stolperst du bestimmt ganz, ganz häufig daraus, dass vegane Ernährung vielleicht auch etwas ist, was du ausprobieren kannst. Denn ja, zum einen hört man dann auch ganz oft, lass doch mal die Milch weg, hör auf Fleisch zu essen und da macht es schon Sinn, okay, das geht ja schon in Richtung Veganismus, also das ist ja schon recht reduziert und man lässt ja schon dabei schon viele tierische Lebensmittel weg und deswegen scheint es dann so wie ja, okay, tierische Produkte komplett wegzulassen ist doch dann gar nicht mal so schlecht. Und so ging es auch mir. Ich habe, als ich auf meiner Reise war, dann auch begonnen, vegan zu essen, also wirklich alle tierischen Produkte auch wegzulassen, darauf verzichtet, um zu schauen, wie geht es mir damit? Was tut sich auf meiner Haut? Merke ich irgendwelche Unterschiede? Und ich hatte auch so das Gefühl, dass es mir gut tut und es irgendwie auch von meiner Einstellung ganz gut zu mir passt. Denn natürlich spielt bei der veganen Ernährungsweise nicht nur der Verzicht auf die tierischen Produkte eine Rolle, um die gesundheitlichen Vorteile davon mitzunehmen, sondern es geht natürlich da auch viel, viel mehr auch um die Ethik. Wie leben die Tiere? Wie gut geht es ihnen? Und muss es wirklich so sein, dass Tiere für unser Essen leiden müssen? Also das ist natürlich auch immer noch ein Aspekt, der bei der veganen Ernährung natürlich auch mit einer Rolle spielt. Doch ich möchte heute in dieser Folge nicht den Fokus auf die Ethik legen, sondern mehr darauf zu schauen, was es denn gesundheitlich die vegane Ernährung mit uns macht und vor allem, wie sich eben die vegane Ernährung auf deine Haut auswirken kann.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert, wenn du dich eben vegan ernährst, also auf all die tierischen Produkte verzichtest, kann das auf den ersten Blick eben ziemlich viele Vorteile bringen. Und ja, vegane Ernährung ist super und sie hat auch einige Vorteile. Denn zuallererst können durch vegane Ernährung entzündliche Prozesse minimiert werden. Denn du verzichtest auf einige Produkte, die eben viele Entzündungen produzieren. Wie schon angesprochen, Milchprodukte, Käse, Joghurt, aber eben auch Fleisch, gerade Schweinefleisch. All das sind Lebensmittel, die als entzündungsfördernd gelten. Und wenn man auf diese schon verzichtet aufgrund der veganen Ernährung, hat man da schon einen großen Teil an Lebensmitteln rausgefiltert, die generell eben nicht so gesundheitsförderlich sind. Und wenn du eben darauf verzichtest, dann tust du deinem Körper schon wirklich etwas Gutes. Und was dann parallel meistens eben passiert, wenn man dann beginnt, vegan zu essen, sich vegan zu ernähren, ist, man überlegt, okay, was kann ich denn jetzt schon essen? Was esse ich denn jetzt? Was kommt auf meinem Teller? Und im Idealfall erhöht sich dann dadurch auch der Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, an pflanzlichen Produkten. Also du startest vielleicht mehr Gemüse zu essen, mehr Salate zu essen, mehr Hülsenfrüchte zu essen, mehr Getreideprodukte zu essen oder auch Saaten wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, und auch ganz beliebt sind dann die ganzen Nussprodukte, also Nussmus aus Mandeln, Mandelmus, Erdnussmus, Cashewmus, also all das kommt dann vielleicht häufiger bei dir auf den Teller. Und all diese tollen pflanzlichen Produkte bringen eine Vielzahl an guten Inhaltsstoffen mit sich, also viele Vitamine, Mineralstoffe. Sie sind wirklich vollgepackt mit guten Vitalstoffen, die natürlich dann auch helfen, deine Haut besser in Gesundheit zu bringen, also die Balance wiederherzustellen, dass dein Körper mit vielen, vielen guten Nährstoffen versorgt wird. Und wenn du wirklich eine vegane Ernährung hinbekommst, die aus vielen frischen pflanzlichen Produkten besteht, die viele Hülsenfrüchte integriert, dann ist das ein Mix und ist wirklich richtig, richtig gut und super für deine Haut. Doch leider gibt es jetzt so einen kleinen Haken. Und zum einen ist es das, was ich ja eben schon angesprochen habe, dass es auch darauf kommt, dass du das isst, worauf du nicht reagierst. Leider ist es so, dass manche der Lebensmittel hochallergen sind, die in der veganen Ernährung eine besonders große Rolle spielen. Zum einen Soja. Soja ist wirklich ein sehr, und Soja auch Produkte, ne, wie Tofu, das sind wirklich sehr hochverarbeitete Lebensmittel, und Soja birgt auch ein hohes Allergiepotenzial. Aber dann haben wir auch noch die Nüsse. Gerade die Nüsse sind auch, auf Nüsse reagieren auch ganz, ganz viele allergisch und können dann auch keine Nüsse aufnehmen. Auf der anderen Seite haben wir die Hülsenfrüchte mit einem hohen Histamingehalt. Wer sehr sensibel auf Histamin reagiert, muss darauf auch wiederum verzichten, und das schränkt dann die Auswahl an gesunden Alternativen, die notwendig sind für eine vollwertige vegane Ernährung, sind wirklich sehr, sehr stark ein, wenn man wirklich auf all das verzichten muss. Was dann passieren kann, ist, dass du in einem Mangelzustand läufst, gerade wenn es um die Versorgung von Eiweiß geht. Denn bei einer veganen Ernährung muss schon von sich aus sehr gut kombiniert werden, dass du dich richtig, richtig gut mit Eiweiß versorgst. Du musst gut kombinieren, verschiedene Lebensmittel untereinander, wie zum Beispiel Pseudogetreide, Hülsenfrüchte mit verschiedenen Gemüsesorten, um dich wirklich mit allen essentiellen Aminosäuren auch zu versorgen, damit dein Körper die Bausubstanz hat, um neue Zellen zu bilden, für dein Immunsystem. Also Eiweiß ist wirklich super wichtig, gerade in Zuständen, wo es dir nicht gut geht, gerade in Zuständen, wo du eben krank bist, und gerade bei chronischen Erkrankungen wie der Neurodermitis ist dein Eiweiß so super wichtig. Es gibt schon eine komplette Folge, wo es nur um das Thema Eiweiß geht. Falls du dir nicht gehört hast, dann hör sie dir auf jeden Fall an. Da wird nochmal deutlich, warum Eiweiß so wichtig ist für deine Haut und für deine Gesundheit. Du brauchst eben genügend Eiweiß, damit alles läuft. Und bei einer veganen Ernährung von sich aus, also wenn man trotzdem all das verträgt, was ich eben gesagt habe, was schon ein bisschen kritisch ist, wenn man es nicht verträgt, aber allein da ist es schon schwierig, wirklich sich ausreichend gut mit Eiweiß zu versorgen, wenn man nicht wirklich sehr, sehr gut darauf achtet. Wenn du jetzt noch dazu zählst, dass du keine Hülsenfrüchte essen kannst, dass das auch bei den Nüssen ein bisschen schwierig für dich ist und auch kein Sojaprodukte essen magst oder verträgst, dann wird es nochmal eine Nummer schwieriger,
dich wirklich ausreichend und gut mit Eiweiß zu versorgen. Und glaube mir, ich spreche hier aus Erfahrung, wie ich schon angesprochen hatte, ich habe mich eine ganze Zeit lang vegan ernährt, habe dann auch einen Eiweißtest machen lassen. Also ich habe mit einem Arzt zusammen herausgefunden, dass ich einen Eiweißmangel habe und dass mir wirklich ein paar bzw. fast alle Aminosäuren fehlen bzw. nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Ja, und ich würde mal behaupten, ich kenne mich schon ganz gut mit Ernährung aus. Doch einen Eiweißbedarf zu decken, ist mit veganer Ernährung wirklich nicht so einfach. Und was ich jetzt mache, ist, ich supplementiere Eiweiß täglich, um eben mich ausreichend mit Eiweiß zu versorgen. Und jetzt kommt eine kleine Werbepause, denn ich möchte natürlich auch das Produkt verraten, das ich benutze, denn ich werde sonst sowieso danach gefragt. Und ich benutze die Eiweißtabletten von Everydays. Du kannst sie super gut dosieren, du kannst sie auch über den Tag verteilt wirklich super einfach integrieren und aufnehmen. Und das sind kleine Presslinge, die aber alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Und mit meinem Code Hautgesundheit sparst du noch 10% auf deine Bestellung. Also schau es dir auf jeden Fall mal an, wenn du auch das Gefühl hast, dich nicht ausreichend mit Eiweiß versorgen zu können. Und neben dem Eiweißmangel, der natürlich bestehen kann, wenn man eben auf eine Vielzahl der tierischen Lebensmittel verzichtet, gibt es auch noch weitere Nährstoffe, die natürlich zu kurz kommen können. Vitamin B12 ist, glaube ich, jedem bekannt, der sich schon länger mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigt. Das sollte natürlich unbedingt supplementiert werden. Aber du kannst dann auch einen Blick darauf halten, ob es mit deinem Eisen gut steht, wie es mit Kalziumbedarf aussieht. Selen und Omega-3 sind auch ganz, ganz wichtige Nährstoffe, die generell bei einer veganen Ernährung etwas zu kurz kommen. Aus meiner Sicht ist jetzt der Bedarf an Vitaminen zu decken gar nicht so ausschlaggebend, warum ich keine vegane Ernährung empfehlen würde. Also nur weil ich Vitamin B12 supplementieren müsste, heißt es für mich nicht, dass ich nicht vegan mich ernähren würde, weil diese Vitamine kannst du super einfach supplementieren und dann geht es dir genauso gut. Mit dem Eiweiß, wie gesagt, ist es ein bisschen schwieriger, denn das wird ganz, ganz häufig einfach auch vergessen und vernachlässigt. Doch neben dieser Mangelversorgung, die eben eine vegane Ernährung mit sich bringen kann, wenn man es nicht richtig angeht, gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich als kritisch sehe, wenn es um die vegane Ernährung geht. Und das sind nämlich die veganen Ersatzprodukte. Denn wenn du vielleicht denkst, oh, ich ernähre mich jetzt vegan, es ist irgendwie gesünder, ich verzichte auf die tierischen Produkte, die generell in der Kritik stehen, und ernähre mich stattdessen vegan, aber jetzt habe ich Lust auf Wurst, auf Käse und auf all das, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir die veganen Ersatzprodukte, dann hat das für mich eben nichts mehr mit einer gesunden Ernährung zu tun. Die Zutatenliste solcher Produkte ist ewig lang. Und aus meiner Sicht ist es da vielleicht sogar gesünder, ein Biohühnchen zu essen, als jetzt einen Beyond Beef Burger. Und es gilt da wirklich auch zu schauen, was steckt wirklich drin. Denn nur weil vegan draufsteht, ist es eben nicht gesund. Aber das suggeriert uns ganz, ganz häufig auch die Lebensmittelindustrie, die jetzt das Label vegan dafür nutzt, um etwas gesünder zu gestalten. Aber das stimmt einfach nicht. Und da bitte ich dich auch genau hinzuschauen. Vegane Ersatzprodukte können natürlich in Ausnahmefällen auch mal eine Alternative sein. Ja, das ist alles nicht so die, also es ist alles nicht beinbrechend, ne? Wenn du einfach mal Lust hast auf einen Burger und dann isst du den eben mal als veganes Ersatzprodukt. Doch es ist keine gesunde Ernährung, täglich vegane Ersatzprodukte zu essen. Und die Basis sollte einfach stimmen. Und die Basis sollte hier einfach so natürlich wie möglich sein. Und das hat für mich auch diesen Wendepunkt gebracht, warum ich gesagt habe, ich möchte mich nicht mehr 100% vegan ernähren, sondern ich möchte mich lieber so natürlich wie möglich zu ernähren. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch noch ein bisschen meine Geschichte erzählen, warum ich mich entschlossen habe, nicht mehr 100% vegan zu essen, auch wenn ich in der veganen Ernährung wirklich viel, viel Potenzial sehe für eine wirklich gesunde Ernährung. Doch wenn man es richtig machen möchte, muss man sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, zu schauen, was du isst, wie du kombinierst. Und für mich hat es irgendwann sich nicht mehr rund angefühlt, sich nicht mehr richtig angefühlt. Und ich stehe ja auch dafür, dass ich eine Ernährung möchte, die zu mir passt, die zu meinem Leben passt und mit der ich mich wohlfühle. Und deswegen habe ich mich entschlossen, eben nicht mehr 100% vegan zu essen. Ja, vor 2-3 Jahren habe ich das, wie gesagt, schon einmal getan. Damals befand ich mich noch in meinem schlimmsten Schub und wollte wirklich
alle entzündungsfördernden Lebensmittel meiden. Und ich habe mich damit auch eine ganze Zeit lang richtig wohl gefühlt. Es ging mir gut damit. Ich sehe es auch immer noch als eine gute Lebensform, wenn man sich vegan ernähren möchte. Doch nachdem sich meine Haut stabilisiert hatte, wollte ich meine Ernährung auch weiter aufbauen. Und ich habe so gemerkt, dass mir manche Lebensmittel einfach fehlen. Und wollte dann auch wieder austesten, tun sie mir denn gut, tun sie mir nicht gut, wie geht es mir, wenn ich wieder manche Lebensmittel integriere, was sagt meine Haut dazu, was sagt mein Körper. Dazu zählte für mich zum einen, dass ich jetzt ab und zu wirklich in geringen Mengen vielleicht zwei, dreimal im Monat wieder Fisch esse, um einfach auch wieder mehr Eiweiß aus natürlichen Quellen aufnehmen zu können. Dazu zählt auch, dass ich ab und zu Eier esse, um auch hier wieder ein bisschen mehr tierisches Eiweiß aufzunehmen, damit mein Körper auch das zur Verfügung hat. Denn ja, ich supplementiere nach wie vor Eiweiß, doch ich möchte mein Eiweiß nicht nur aus Supplementen generieren. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Supplementieren ist gut, aber die Basis sollte immer noch deine Ernährung sein. Und ich für mich bekomme es eben in einer veganen Ernährung nicht hin, genügend Eiweiß aufzunehmen. Das hat mir deutlich der Test damals gezeigt, dass ich es einfach nicht schaffe, auch wenn ich schon reichlich Hülsenfrüchte gegessen habe und doch eben nicht ausreichend genug. Und außerdem habe ich dann für mich auch ein paar Milchprodukte wieder integriert. Das liegt einfach daran, dass sie mir einfach zu gut schmecken. Und dazu zählt zum Beispiel Parmesan. Denn ich liebe es einfach, über Pasta Parmesan zu geben. Und das sind für mich so kleine, gezielte bzw. sehr bewusste Entscheidungen für tierische Produkte, die ich zu mir nehme, auch wenn mein Großteil der Ernährung nach wie vor pflanzenbasiert ist. Und wirklich viel, viel pflanzliche Lebensmittel einfach enthält, aber dennoch sind es für mich gezielte Lebensmittel, die ich für mich wieder in meine Ernährung holen wollte, damit ich mich auch wieder richtig wohlfühle und eben das Gefühl habe, ich kann meinem Körper auch mit all dem versorgen, was er braucht. Ich gehe mit diesen Produkten nach wie vor eher sparsam um, weil ich weiß, dass sie entzündungsfördernd sein können und achte hier einfach auf die Balance. Und auf die Balance kommt es nun mal an. Und zusätzlich ist es eben auch ganz, ganz wichtig, auf die Qualität der Produkte zu achten. Nicht nur auf die Qualität der tierischen Produkte, also zu schauen, wo kommt der Fisch her oder die Kuh oder die Kuhmilch, ne, wenn, oder der Käse oder auch die Eier. Aber das geht natürlich auch darum, wo kommen die pflanzlichen Lebensmittel her. Also Lebensmittelqualität ist natürlich immer wichtig. Ich würde sogar sagen, bei den tierischen Produkten ist es nochmal ein Stück wichtiger, da auch genau hinzuschauen, damit man sie auch mit möglichst gutem Gewissen essen kann. Und wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die ethischen Themen ein, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da sollte auch jeder für sich so Entscheidungen treffen, wie weit kann er eine nicht vegane Ernährung mit seinem Gewissen vereinbaren. Oder eben dann doch nicht und dann eben 100% vegan leben. Generell finde ich es eh schwierig, solche Label für sich zu finden und zu sagen, ich bin der, ich bin der, ich bin vegan, ich bin vegetarisch, ich bin flexitarisch. Es ist ja eigentlich ganz egal, wie man sich beschreibt. Es geht ja nur darum, für sich etwas zu finden, mit dem man sich wohlfühlt. Und jetzt ein kleines Fazit, also vegane Ernährung und Neurodermitis. Sie hat großes Potenzial, gesund zu sein. Sie hat auch großes Potenzial, dir zu helfen, deine Symptome zu lindern, weil sie von sich aus, wenn man es richtig macht, wenn man es gut macht, sehr entzündungshemmend ist. Allerdings muss man immer im Kopf haben, dass du darauf achtest, dass du dich wirklich mit allen Nährstoffen versorgst. Bei einer veganen Ernährung läufst du eben die Gefahr, einen Eiweißmangel zu haben, Vitamin B12-Mangel zu haben, Omega-3-Mangel zu haben, Eisenmangel zu haben. Da musst du eben für dich schauen, dass du eventuell supplementierst, um da gut aufgestellt zu sein. Denn Nährstoffmangel und Neurodermitis, das passt eben nicht zusammen, wenn du deiner Haut etwas Gutes tun möchtest. Und generell in akuten Phasen würde ich dir immer raten, auf entzündungsfördernde Lebensmittel zu verzichten oder diese sehr stark runterzufahren. Das heißt nämlich auch in akuten Phasen würde ich dir immer raten, auf Milch und Fleisch etc. eher zu verzichten und diese zu minimieren. Aber das heißt eben nicht, dass du sofort in eine 100%ige vegane Ernährung reingehen musst, um deine Ziele zu erreichen, eine gute und gesunde und ausgewogene Ernährung für deine Haut aufzubauen. Es ist möglich, durch die bewusste Ernährung Einfluss auf deine Hautgesundheit zu nehmen. Es ist auch möglich, mit einer veganen Ernährung dich gut um deine Haut zu kümmern. Es ist aber auch möglich,
mit einer Ernährung, die pflanzenbasiert und zum Teil tierische Produkte enthält, dich gut um deine Haut zu kümmern. Du kannst wirklich eine Ernährung finden, die alles enthält ohne Verzicht und die trotzdem dich stärkt und deine Haut auch einfach gut tut. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich möchte meine Ernährung unbedingt auch etwas anpassen, umstellen und wirklich gut auch auf mich aufpassen und über die Ernährung einfach etwas Gutes meiner Haut tun, du aber jetzt denkst, ich weiß so gar nicht recht, wo ich anfangen soll und du denkst, so eine kleine Starthilfe wäre gar nicht schlecht, dann kann ich dir den ganzheitlichen Ernährungsfahrplan von Herzen empfehlen. Das ist ein kleiner Minikurs, wie eine Masterclass, in der du eine Anleitung bekommst, eine ganz genaue Anleitung bekommst, wie du deine Ernährung Schritt für Schritt anpassen kannst, damit es dir mit deiner Ernährung nach und nach besser geht. Und du bekommst da eben gezeigt, auf was es wirklich ankommt, wenn es um die Ernährung bei Neurodermitis geht. Und du kannst dann für dich wirklich entscheiden, welche Lebensmittel möchtest du essen und welche Lebensmittel lässt du vielleicht vorerst weg. Und vor allem, was mir ganz wichtig ist, kommst du auch direkt in die Umsetzung mit wirklich ganz, ganz vielen praktischen Tipps, die dir helfen, es wirklich direkt umzusetzen und es in die Hand zu nehmen. Den Link zum Neurodermitis Ernährungsfahrplan findest du in den Shownotes, also einfach unter dieses Video, wollte ich schon fast sagen, nein, unter dem Podcast klicken, in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge findest du den Link, schau gerne mal vorbei. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Sarah.